wenn Sie Fragen zu den Ausstellungsstücken haben. Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch. Wie schön. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von niemand anderes als Thomas Jefferson selbst aufgesetzt wurde. An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sicherten sich ihren Platz in den Annalen der Geschichte. Diese herausragende Leistung wurde mit der Unabhängigkeitserklärung in die richtige Form gebracht. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Komisch. Jetzt, wo Sie fragen. Ich kann Ihnen alles über die Hauptstadt erzählen, aber ich habe keine Ahnung von Rivet City selbst. Ich wüsste nicht, wieso sie wichtiger sein sollte als die der Hauptstadt, aber vielleicht weiß Bannon etwas. Schließlich ist er im Regierungsrat. Denken Sie daran, sorgfältig mit dem Dokument umzugehen. Es ist ein sehr wichtiger Teil unserer Geschichte. Hallo. Hallo. Thank you.
Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Zeit für Nachrichten, Leute. Immer mehr Leute berichten mir von Raiders. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Hier spricht der Quartiermeister. Was brauchen Sie? Ich hoffe, Sie sind bereit, für die Teile zu bezahlen. Sie bekommen sie nicht aus unseren Vorräten. Na klar, aber machen Sie schnell. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Natürlich. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Ich bleibe aufmerksam. Schön, Sie wiederzusehen. Sollen wir fortfahren? In Ordnung. Ich bin bei Ihnen. Gehen Sie voran. Energiesysteme auf 90% am Start. Laufen aber nach vollständiger Aktivierung nur auf 37%. Ich bin auf der Suche nach der Ursache des Lecks. Hier ist Wachsamkeit geboten. Passen Sie gut auf. Mit den Worten des ältesten Theus: Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Gehen Sie voran. Es liegt ein fauler Gestank im Wind. Hier sollten wir nicht zu lange verweilen. Bis zu Ihrer Rückkehr werde ich über die Kämpfe der Vergangenheit und der Zukunft nachdenken.
Waffen bereithalten, sie werden gleich hier sein. Oh. Ja, ja. Noch eine Ladung gefällig? Passen Sie auf. Es kommt immer noch eine zweite Welle. Hab ich dich. Oh. Oh. Wir müssen sie festnageln.
Ich bleibe aufmerksam. Was ist los? Und? Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden, wie es mit Rivet City angefangen hat? Hören Sie sich doch ein bisschen um. Haben Sie Kronkorken für mich? Dann gibt's keine Probleme. Schauen Sie ruhig. Gute Jagd! Passen Sie gut auf sich auf. Das Ödland ist groß, aber das wissen Sie ja sicher besser als ich, stimmt's?
Willkommen zu Hause. Guten Morgen. Was darf es denn sein? Sehr wohl, bitte sehr. Natürlich. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Ich bleibe aufmerksam. Schön, Sie wiederzusehen. Sollen wir fortfahren? In Ordnung, ich bin bei Ihnen. Gehen Sie voran. Unter Beschuss! Halt! Vorsicht! Ja, sofort! Kontakt bestätigt, Verstärkung angefordert. Wo? Helfen Sie mir! Gefunden. Achtung! Immer vorsichtig sein. Was war das? Da war nichts. Ich habe hier einen. Ich greife an. Wo? Verdammt!
dich! Ja, was brauchen Sie? Mit den Worten des ältesten Theus: Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Gehen Sie voran! Sie machen Ihrem Vater alle Ehre. Immer schön darauf achten, wo es Ärger geben könnte. Ziele eingeleitet. Wo? Arme fressen, Angriff eingeleitet. Schleien. Entwarnung.
Ist das wichtig für die Mission? Entwarnung! Kann nicht. Kontakt bestätigt. Verstärkung angefordert. Ziel im Blickfeld. Eines ist sicher. Ihr Vater wäre stolz auf ihre Taten.
Ja, was brauchen Sie? Mit den Worten des ältesten Theus. Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Gehen Sie voran. Sie gehen vor, ich gebe Ihnen Deckung. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Ja, was brauchen Sie? Bis zu Ihrer Rückkehr werde ich über die Kämpfe der Vergangenheit und der Zukunft nachdenken.
Ich hoffe, es verläuft heute alles nach Ihrem... Guten Abend. Was darf es denn sein? Sehr wohl, bitte sehr. Natürlich, natürlich. Nur nicht aufhalten lassen. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland getan haben. Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen bedanken können. Jeder hat dafür so viel abgegeben, wie er konnte. Bitte nehmen Sie es als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Das ist doch das Mindeste, was ich im Gegenzug für Sie tun kann. Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden, wie es mit Rivet City angefangen hat? Hören Sie sich doch an. Haben Sie Kronkorken für mich? Dann gibt's keine Probleme. Na klar doch. Gute Jagd. Viel Spaß da draußen, okay? Ich bleibe aufmerksam.
Ich bleibe aufmerksam. Ich bleibe aufmerksam. Schön, Sie wiederzusehen. Sollen wir fortfahren? In Ordnung. Ich bin bei Ihnen. Gehen Sie voran. Mit einer dringenden Botschaft. Unsere Abwehr wurde durchbrochen. Und bald werden wir. Männer! Der feindliche Vormarsch darf uns nicht von unserer Aufgabe abbringen. Verteidigen wir unser Recht auf Freiheit und Unabhängigkeit. Vorsicht ist geboten. Ja. Das Ödland wird vergessen, dass es dich je gab. Hier ist Wachsamkeit geboten. Passen Sie gut auf. Mit den Worten des ältesten Theus: Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Gehen Sie voran.
Wir dürfen nicht zulassen, dass der Feind unseren Abwehrriegel weiter durchstößt. Nicht durch das Blut der Tyrannei beschmutzt werden. Der Feind wird bald hier sein. Verteidigt euren Anführer. Vergesst nie, wir kämpfen für die gute Sache. Wir kämpfen. Kontakt! Thank you.
Der Feind steht vor den Toren. Der Zeitpunkt ist gekommen. Sie haben unsere Verteidigung durchbrochen. Unsere besten Soldaten ausgetrickst und mein Heim überfallen. Aber ich habe noch nicht einmal damit begonnen zu kämpfen. Ich kann es nicht zulassen, dass wir unserer Freiheit beraubt werden. Die Unabhängigkeitserklärung muss hier bleiben. Sie ist unser Symbol der Hoffnung. Die einzige Stimme, die ruft, wir sind ein freies Land. Ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Ich bin erfreut. Nun, dann sollten Sie wissen, dass ich keine Scherze dulde und meine Loyalität zu den Staaten legendär ist. Ich weiß, dass Ihre Kampffertigkeiten den meinen überlegen sind, aber ich werde mich trotzdem dem Todesduell stellen, wenn ich muss. Was darf's denn sein? Rapiere? Pistolen bei Sonnenaufgang? Los, raus damit! Das ist nicht nur ein Dokument, das ist die Doktrin, die von meinen Beisitzern auf dem 2. Kontinentalkongress verabschiedet wurde. Dadurch werden wir vom Tyrannenkönig George III. Von Großbritannien befreit. Das ist vielleicht das großartigste Symbol dieser freien Nation. Lügen und Täuschung mögen wohl am Hofe Großbritanniens üblich sein, aber ich werde mich solchen Albernheiten nicht hingeben. Da Sie offensichtliches Interesse an einer unblutigen Beilegung dieses Konflikts haben, darf ich Ihnen vorschlagen, sich zu ergeben. Ich kann versprechen, dass man Sie gut behandeln wird, wie es allen Mitgliedern der Royal Army zusteht. Ich war geduldig und habe mit Ihnen wie mit einem Gentleman gesprochen. Wenn Sie nur die Sprache der Gewalt verstehen, soll der Allmächtige entscheiden, wer der rechtmäßige Sieger ist. Verteidigen Sie sich! Feinde! Au! Angriff eingeleitet! Au! Entwarnung! Ich war schon mal hier.
Eines ist sicher. Ihr Vater wäre stolz auf ihre Taten. Die Hilfe für die Menschen des Ödlands hat für Lions doch... ...oberste Priorität. Männer und Frauen, Jungs und Mädels, seid ihr bereit, von eurem Three Dog verzaubert, betört und ganz und gar von den Socken gehauen zu werden? Anscheinend haben wir ein paar neue Meldungen. Ratatata. Hört euch das an. Okay. Anscheinend kommen keine Meldungen mehr aus der Siedlung Greyditch. Kein Einwohner ist jemals rausgekommen, um Handel mit der Karawane zu treiben. Und alle Versuche der Kontaktaufnahme wurden ignoriert. Wenn ihr euch also gerade in der Gegend von Greyditch befindet, könnt ihr mal vorbeischauen und sehen, was gerade abgeht. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy 9 für eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Also Leute, denkt stets daran, eure Waffen gut in Schuss zu halten. Das gilt für Gewehre, Pistolen, Zeitgeschichte, alles. Eine kaputte Waffe tötet genau noch eine Viertelmillion Menschen in dem Finalwahnsinn. Also seid vernünftig.
mir kann man sich nicht Ist das wichtig für die Mission? Ich kann die Angst meiner... Kontakt bestätigt. Warum? Entwarnung. Es war irgendwas. Sollen wir noch weiter verstärken? Kontakt bestätigt. Ich habe noch viel mehr. Los, los!
Hallo. Es liegt ein fauler Gestank im Wind. Hier sollten wir nicht zu lange verweilen. Bis zu ihrer Rückkehr werde ich über die Kämpfe... Ja? Was darf's denn sein? Was für wunderbare Artefakte haben Sie mir gebracht? Oh, gütiger Himmel! Ich hätte nie geglaubt, dass sie jemals einer findet. Und erst recht nicht, dass sie noch unversehrt ist. Nun, Sie haben sich Ihre Belohnung mehr als verdient. Was sagen Sie zu 100 Kronkorken? Vielen herzlichen Dank. Lieber Herr im Himmel, das hätte ich mir nie... Ich meine, ich bin fassungslos. Sie haben sich für wahr Ihren Platz in den Schriften der amerikanischen Geschichte verdient. Für diesen großen Tag wird man ihrer immer gedenken. Wie ich gehört habe, war es sehr schwierig. Daher möchte ich Ihnen einen zusätzlichen Bonus geben, um den Appetit für die Zukunft anzuregen. Erfreuen Sie sich an Ihrer Belohnung. Das haben Sie sich verdient. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch.
Hallo,